Beeps. Und zwar aus Österreich dieses Mal. Ich fange meine Vlogs immer wieder woanders an. Fällt mir gerade so auf. Diesmal in Österreich. Ich bin im Spielberg angekommen. Es ist Donnerstag. Wir hatten gerade schon Track Walk. Werde ich euch auch gleich ein paar Bilder, Videos einblenden. Sind alle beim iPhone gemacht. Deswegen sind es vielleicht nicht ganz so gute Qualität. Aber. War auf jeden Fall super schön und heiß und haben uns gerade schon eingeschrieben und jetzt gerade ist etwas Neues, sehr Schönes angekommen. Ich werde es gleich auspacken mit euch zusammen. Ein neues Design. Ich finde es super schön und freue mich, ihn jetzt das erste Mal zu sehen. Mein neues Schatzi. Das ist ein Helm. Also, ja, den packe ich jetzt mit euch zusammen aus und nehme euch das ganze Wochenende ein bisschen mit, zeige euch wieder alles hier so und ja, Daumen drücken und wir sehen uns gleich. Ich habe extra Camouflage genommen und ich wollte es halt, wenn es im Licht ist, dann glitzert das so sehr. Und orange im Team und nicht ganz so bunt wie die letzten Helme. Und der ist so schön. Ich bin voll verliebt. Danke, Lucky! Guten Morgen und ja, wir haben heute die Sonne, sie ist hier, das ist wahrscheinlich der einzige Tag, also morgen soll es auf jeden Fall regnen und Sonntag soll es wieder trocken sein, aber heute wird es richtig heiß und ja, wir haben jetzt gerade noch gefrühstückt, interessante Strecke, dann haben wir erst um 10.30 Uhr Fahrbesprechung und dann schon das Freitraining um 1 Uhr. Also heute alles ein bisschen später, aber ist auch mal ganz schön. Und ich liebe diese Strecke einfach nur, Lieblingsstrecke mit unter anderem. Ich habe einen neuen Helm, der super schön ist und ja, kann nur ein gutes Wochenende werden. Das Zimmer ist auch super schön, meine Familie kommt heute Abend noch komplett, meine Schwester muss noch in die Schule. Also Daumen drücken und wir sehen uns gleich an der Strecke. Also, ich bin jetzt umgezogen
habe jetzt gleich freies Training. Die Autos werden jetzt gleich in die Vorstadt geschoben. Wir haben ja beide freien Training hintereinander. Es ist jetzt 12:30 und es ist super heiß, wird immer heißer. Aber ich freue mich jetzt endlich wieder im Auto zu sitzen und fahren zu können. Also wir sehen uns danach. Aber war cool. Das erste Rennen gestern von 21 auf 17 vorgefahren war, aber nass, deswegen etwas schwierigere Bedingungen, aber beste im Team. Heute Morgen bin ich von 19 auf 10 vorgefahren. War sehr viel Glück, aber auch ganz gut Überholmanöver. Hat super viel Spaß gemacht und es war mein erster Punkt in der Formel 3. Bin super happy gewesen. Warum habe ich das überhaupt nicht gewartet? Aber und jetzt gerade von 19 wieder auf 15 vorgefahren, war leider nicht mehr drinnen, aber ganz gut überholt und wird auf jeden Fall besser. Das Einzige, was wir noch verbessern müssen, ist Qualifying und das versuchen wir noch mehr. Also bis zum nächsten Mal.